Weiter geht's bei Dark Souls 2 zusammen mit Nukula und Cyclone Fox. Moin moin. Moin moin. Moin moin. Moin moin. So, wir haben hier viele Leitern, die runterführen. Ja, hier hinter der Nebelwand war jetzt nur das eine Insektenvieh, oder wie war das? Sieht so aus. Mhm. Okay. Hier steht jemand auf. Fackel entzünden. Oh, ich sehe da etwas, da könntest du dich rein theoretisch zu einem Item droppen, glaube ich. Warte. Oh oh. Generell gucke ich gerade nochmal hier oben rum, ob da irgendwelche Items zu sehen sind, aber. Ja, also ich sehe hier direkt ein Item in die Richtung hier. Oh ja, in der in ich links. Bin, ah, ich bin ganz auf durch den Boden. Wow. Was machst du, Nukula? Warum tust du es? Nein! Oh nein! Nein! Ich bin ganz durch den Boden gedroppt und hab eine Riesenwelle an Mobs hinter mir hergezogen. Ah, ah verdammt. Warum machst du das? Weil ich's kann. Das tut doch weh. Ah, hier, die habe ich gesucht, die Leiter. Ah, ja stimmt, ich folge dir da. War hier noch ein Bonfire oder so? Nee, ne? Wir haben doch eben erst eins aufgemacht. Faules Harz. Hm. Ah, warte, da hinten ist auch noch ein Item. Oder? Nein, 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 nein! Tot. Doch nicht tot. Oh, Schwein gehabt. Das war knapp. Ein Lebensstein. Ich muss aber. Ich folge dir mal schnell. Ich wollte hoch. Entschuldigung. So! Schneller, Fox! Hättest du mal anzünden können. Ah, hier ja? Ist sowas zum Anzünden. Mann, 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 Mann. Ah, da ist noch was, das man noch überhüpfen kann. Ja. Ah ja, das sieht doch gut aus. Keine Mimik. Sehr gut. Vielleicht haben wir Glück und hier ist schon da gleich bald das nächste Bonfire. Eine riesige Folge. Der Nuki war eh noch nicht hier, ne? Au. Doch, er war anscheinend schon hier. Hier sind Sachen kaputt. Ich war schon hier. Nee, ich meine in seiner Welt. Ach so. Nee, in meiner Welt bin ich auch schon so weit. In meiner Welt bin ich sogar schon einen Ticken weiter. Ah, sehr gut. Das passt. Also das Loch. Loch muss ich nicht noch das einmal sind andere, machen. Fox. Okay. Seid ihr ganz unten? Also ja. Habt ihr wieder festen Boden unter den Füßen? Ja. Ja, haben wir. Hier, Header. Hier kannst du was anzünden. Naja. Header? Wo bist Willst du das nicht? Ah, da, ach, da. Sonst hätte ich es auch anzünden können. Ach so, da war nichts. Ne? Lass uns da mal weitergehen, also, wenn ich weiß da jetzt ist. Natürlich nicht. Genau, ich weiß jetzt nicht natürlich nicht genau, wo ihr seid. Ich platziere jetzt nämlich einfach mal mein Zeichen an irgendeiner Stelle an der Leiter. Irgendwohin. Ah, okay. Also du bist auch schon in deiner Welt hier am Festboden. Genau, genau. Beziehungsweise ich platziere mein Zeichen genau dort, wo ihr die Fackel da anzünden könnt. Ja. Ja, sehr gut. Wo wir sie angezündet haben. Wo wir sie angezündet haben, genau. Da ist ein Zeichen. Wir sind bereit, das Zeichen zu empfangen. Hab dich. Sehr schön. Geil wäre das, wenn man das ganze Gerüst hier anzünden könnte, bis es verbrennt. Das würde zwar spielerisch nicht viel bringen, aber das wäre auf jeden Fall ein schöner Anblick. Machst du nur für eine komische Rolle? Hä? Warum dampfst Ach so, du beim Rollen? Achso, es liegt um meinen Ring. Achso. Ich werde dann kurz unsichtbar. Wow. Angeber. Spaß. Ich glaube, das gibt auch mehr iframes, aber ich bin mir nicht sicher. Duftzweig. Nice. Oh, noch was, man Sven. Nice. Duftzweige sind echt selten. Tod voraus. Toll. Abkürzung voraus. Ich halte es nicht aus. Witzig. Boah, die hier hasse ich, ey. Ich hasse euch. Machst du doch kaputt? Ja, ich werde sie alle vernichten. Und ihre Nachkommen. Meinst du, Steinfiguren haben Nachkommen? Stimmt. Keine Ahnung. Aber ich werde sie vernichten. Oh Gott. Header, 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 Header. Da ist noch ein Eingang, ich weiß. Habt gesehen. Ein Bonfire.
Ja, bevor du jetzt irgendwas Dummes machst und einen dummen Tod stirbst. Ich mache nie dumme Sachen. Ja, hallo? Ich weiß, aber in diesem... Ich wollte damit auch nicht dein Skill ankreiden, sondern einfach nur anmerken, dass dieses Gebiet der absolute Horror ist. Ja, das ist... Ich glaube, das ist das meistverhasste Gebiet. Zack, in Dark Souls 2. Ich glaube, ich lege mir mal eben Moos auf meine Leiste. Ja, das wäre eine Idee. Aber ich glaube so... geil, verbrennst du die? Wie cool! Ich wusste gar nicht, dass das geht. Alter! Hä? Was machst du? Hä? Oh, da kommt der Mann raus. Geil! Au, au, au! Au, pff. Geht's euch noch ganz gut hier? Hey, ach, da sind Viecher drin in den Löchern. Ah. Ja, und das sind ziemlich Horror. Das sind nicht... das sind so Ölpfützen oder so Teerpfützen, die du anzünden kannst. Oh, ja, da hat er fast was mit dem Tumus. Oh shit, ich bin vergiftet. Ich bin die ganze Zeit vergiftet. Na komm, stirb. Okay, top. Aber erstmal will ich hier Ruhe haben, das... Ich dauer weiter. Die wirst du nicht mehr so schnell wieder haben. Ich frag mich, warum mir kein Invade kommt. Weil sich keiner traut. Ich glaube, ich hatte hier letztes Mal einen Invader. Also die... Also ich glaube, die Reichweite von deinem Schwert dürfte recht gut sein, Hedda, aber... was man hier auch sehr, sehr gern machen kann, ist zum Beispiel eine Peitsche benutzen. Ach ja, Peitsche hätte ich auch. Geil. Au, au, ja, unser Viech hat mich gepackt. Pops. Ah. Tot. Vorsicht. Das schaffe ich, glaube ich, nicht. Ah doch, ich konnte ausweichen. Voila! Hilfe! Shit. Das ist weg. Oh, ich kann gerade nicht heilen. Verdammt. Oh, tot. Scheiße, Invader. Ja, hier wird's schwer. Sauber. Na, nicht so schlimm. Das nächste Leuchtfeuer ist ja sehr nah. Da kamen zu viele Gegner auf einmal. Schweinerei. Okay, ich muss mal eben kurz dann zum Leuchtfeuer zurück, irgendwie. Mach das. Boah, ist auch die ganzen Statuen alle wieder stehen, er ist ja hässlich. Ja, das ist Horror. Meine Seelen liegen da irgendwo ganz weit unten. Ja, ist nicht schlimm, die kriegen wir schon wieder. Im Bolzen kann man die Statuen auch nicht kaputt machen. Aber ich glaube, ich gehe auf die Sense. Entweder Sense oder mit der Peitsche geht das Ganze auch ziemlich gut. Kann man muss halt free aim, aber. So, ich lieg mal an der Rückwand in dem Raum mit der dem Bonfire mein Zeichen. Dann leg ich mein Zeichen quasi in diesen kleinen Korridor oder was, oder wie du es nennen willst. Hm? Naja. Macht ihr mal. Der Hedda macht das Level schon alleine. Ja, noch habe ich kein Zeichen. Oh, angespuckt. Noch. Ich muss ja. Ich bin noch gar nicht menschlich. So. Jetzt habe ich auch direkt eure Zeichen. Fox. Nice. Nukula. Geil. Der Hedda ist fleißig am Peitschen, höre ich. Hm.
Aber das mit den Anzünden der Pfützen, das kannte ich noch nicht. Das ist ja geil. Immer wieder was Neues. Ja. Oh, pass auf, Feder. Wir ja. kommen hier raus und greifen. Der erste Griff ist eigentlich nur gefährlich. Der Rest ist ja relativ. Ja. Easy. Richtig. Ein großes Denitscherbe, cool. Die lassen auch gerne mal Titanitbrocken fallen. Oh, geil. Ach, war der Header nicht hier schon drin? Nee, ne? Nee, nee, Seitengänge haben wir noch nicht gemacht. Ah ja, das können wir jetzt vielleicht diesmal zuerst machen, bevor du da hinten weitergehst. Warte, kämpf, aua. Oh, Header. Naja, alles gut. Sieht gefährlich aus. Ja, alles gut. Mann, Wurm. Dann lass uns mal die Seitengänge machen. Schlup. So. Ah, das ist eine Truhe. Okay. Was haben wir? Wir haben eine Schotel und ein irgendwas. Zauber, weiß ich jetzt, glaube ich. Gerade nicht. Kommt mir bekannt gewesen. Vor. Cute. Oh, wie viele Items weg, krass. Boah, vergiftet. Ich bin schon vergiftet. Was ist? Olero! Willkommen unter den Kopflosen! Danke für den Follow! Oh, nice! So, bevor wir jetzt weitergehen, eben noch checken, ob alles in Ordnung ist. Ah, so ein Wurmloch, okay. Ein Wurmloch! Ja, da hat jemand Wurmloch falsch verstanden. Ja. Gleich wieder die beiden Invader wahrscheinlich. Ja. Da sind sie. Ich muss mal eben kurz meine Seelen retten. Hab sie. So. Ja, komm. Angeber, ey. Ja, boah, das Gift, das dadurch die. Ja, die spritzt, werden ja auch vergiftet. Ne? Geil. Na, immerhin. Oh, oh. Nein. Oh. Nein, Nukula. Oh, damn. Ein. Oh, fuck. Oh, wow, 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 wow. Nach Nukulas Tod gehen sie jetzt beide auf mich. Sehr gut, Fox. Danke für die Sekunde Heilung. Vielleicht kann ich hier runterstoßen. Nee. Einer ist down. Oh, sauber. Aus Fox. Sehr gut. Ha. Okay, das war ein Geschenk. Dann holen wir mal den Nuki. Sehr gut, sehr gut. Gut gemacht. Gab das ein oder zwei, zwei Human Effigy? Für jeden einen. Ui, sehr schön. Nice. Immerhin. Hast du Schilde bekommen? Schilde? Nee. Ich habe noch Items noch nicht aufgesammelt, die gedroppt haben eventuell. Ah, okay. Das ja, wir sind machen. Wieder am Bonfire. Da kannst du jetzt gleich machen, Nuki. Alles klar. Give me a sign. Kämpf. Pops, du hast gesagt, du hast so viele Feuerschmetterlinge, ne? Ich gucke mal eben. Ich habe da noch einige über. Ich dachte, ich hätte. Ich habe aktuell 23. Na gut. Mach mal bitte einen an, beziehungsweise wenn du ein Leuchtfeuer bist, dann kannst du auch dort die Fackel anmachen. Ich brauche ein Zeichen. Nikola, gebe mir ein Zeichen. Liegt wieder in diesem Korridor da drin zum Leuchtfeuer hin. Ja. Ja. Ah, jetzt. Ich glaube, ich habe schon gehört bei Header. Oh. Wo ist denn der Fox hingerannt? Ich Hallo. Wurde hier angespuckt von einer Statue, die habe ich schnell gekillt. Aha. Schön grün hier, muss man ja sagen. Schön ja. grün. Kill it with fire. Ah, da oben ist Nikola. Kill it with fire. Ah, sehr schön, du hast die Fackel an. Eine Biene. Es gibt hier nämlich eine Stelle, wo man runterfallen kann.
Na toll. Ah, hier, also, da ist wo es. Man, hier. Beziehungsweise, wo man noch runterfallen müsste. Hier. Na, lass es mich mal so ausdrücken. Genau, und das sieht man am besten tatsächlich, wenn man die Fackel anhat. Da lag gerade eine Nachricht. Verschlossen. Toll. Genau. Achtung, jetzt müssen wir hier runter zu mir. Kurz gesagt, Schlüssel. Ja, ich sehe es. Ah, okay, das kann die auch noch nicht. Das ist ja cool. Und wenn jetzt aus dem hinter Weg dich. Geht, folge ich hinter auch. Dir, Hedda. Ja, genau. Ups. Hier ist nichts mehr, ne? Nee. Okay. So. Achtung, Vorsicht, Vorsicht, Hedda. Dahinter sind zwei Gegner. Oder wahrscheinlich sind es sogar noch mehr, weil wir jetzt im Koop sind. Die sind ganz schön harte Nüsse. Will ich dir nur mal gesagt haben. Endlich mal Herausforderung. Oh, hallo, oh meine Kleinen. Gott. Sind nur vier. Ist ja easy. Passt ihr durch diesen Gang durch? Au. Offenbar. Ich beantworte mit ja. Ach, Schande. Ah, Mist. Doch erwischt. Aua. Denkt dran, ihr dürft nicht zu weit zurücklaufen. Irgendwann kommt ein Abgrund, ne? Irgendwann ist Ende. Ah, sie weichen aber auch zurück. Irgendwann ist... Das ist natürlich fair. Mist. Oh, iframes. Geil. Wow. Oh Gott, oh Gott. Den ersten haben wir gleich. Ich hänge genau zwischendrin. Wow, was macht das? Aua. Nein, Fox. Ich bin natürlich tot. Ich auch. Nein! Ach, Scheiße. Shit. Ihr seid mir Koop-Partner, ey. Wir hüpfen mal in unserer Welt schnell hinterher, Hedda. Und dann machen wir unsere Zeichen unten. Naja, schnell ist relativ ein Black Gulch. Ah. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Oh. Ja, einer ist down. So, ich bin unten. Ah, ne, ich bin noch nicht ganz unten. Jetzt bin ich da in der Nähe, wo ich gestorben bin, und mach mein Zeichen. Da ist ein Zeichen, jo. Fox habe ich. Zweiter down. Geil. Ist natürlich nice, dass die sich zurückziehen, sobald man zu nah an den Rand dran kommt. Das könnten die so ausnutzen. Ja. Ich habe auch gerade einmal ein bisschen mit Feuer bearbeitet. Au, Achtung, Fox. Au, so, ich bin auch probiert. Ich bin am Höhleneingang, Hedda. Okay. Das ist geil, du pulst, ich mach Damage. Aber gleich wird er umdrehen. Der dreht nicht mehr um. So, haben wir Nukula auch. Aha. Nice, haben wir nur noch einen. Das ist cool mit Pyramid. Wenn du das Gebiet hier jetzt solo machen würdest, sind es nur in Anführungszeichen zwei Riesen. Boah, das klingt machbar. Wow, der hat ja zwei Waffen. Tot. Sauber. Vergessener Schlüssel und Riesenseele. Müssen wir mal kurz anschauen. Vergessener Schlüssel. Und Belohnungsraum. Im Loch gefundener Schlüssel, fein gefertigt, doch von unbekannter Herkunft. Ins Loch von Majula wurde schon so manch Scheußliches geworfen
Und so hat sich mittlerweile allerlei Schmutz und Unrat angesammelt. Und die Riesenseele. Geil, dass sie eine Seele gegeben haben. Wo sind die wohl? Hä? Was ist denn eine Riesenseele für eine... Ah, da ist die Riesenseele. Die Seele eines Riesen, der Drenlake erobern wollte. Wird der Tod den Zorn der Riesen für den König besänftigen? Oder wird er ihn nur noch stärken? Verwendet sie, um Seelen zu erwerben. Oh, was, oder? Ups, sorry. Verwendet sie, um Seelen zu erwerben, aber. Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Das muss ich dir jetzt spoilern, Hedda, weil sonst kommst du vielleicht noch auf die Idee, die Seelen zu benutzen. Nee. Weiß man ja nicht. Deswegen deute ich es jetzt nur mal an. Diese Riesenseelen gibt es insgesamt 5-mal in diesem Spiel. Und das ist wichtig für einen optionalen Boss, weil wenn du keine Riesenseele hast, hat dieser optionale Boss das 32-fache seiner normalen Verteidigung. Bei einer Seele hat der Boss das 16-fache seiner Verteidigung, bei 3 das 8-fache und so weiter. Wenn wir 5 Seelen haben von diesen, oder 5 Riesenseelen haben, also diese Riesenseelen, dann hat der normal, in Anführungszeichen, normale Verteidigungswerte. Ah. Deswegen also müssen wir die anderen finden. Nicht benutzen. Genau, deswegen nicht benutzen. Ganz wichtig, nicht benutzen. Was macht denn der Ring der Riesen? Dies ist der geliebte Ring des edlen Lothian ohne Schild, ehemals auch Forossa. Er erhöht die Balance. Lothian wurde als Bauer geboren und starb als General. Seine Entschlossenheit und seine Gewissenhaftigkeit waren unerreicht, vor allem im Kampf. Einen Namen machte er sich, indem er ohne Schild kämpfte. Ich werde langsam ein bisschen zu müde zum Lesen. Sorry. Da lasst die Augenleistung nach. Oh, ist ein guter Tipp bei mir. Versucht rechts steht da. Ah, okay. Wow. Ja, da musst du aber da weg. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da zu zweit hin sollten. Oh, was ist das denn Schönes? Whee! Ciao! Achso, ist einfach ein Rückweg, oder wie? Ja, bei uns kommen wir nicht zurück, ne? Das ergibt natürlich Sinn. So, du hast jetzt auch einen verlorenen Schlüssel erhalten. Habe ich doch gerade vorgelesen. Damit kannst du diese... Genau. Mit diesem verlorenen Schlüssel kannst du diese großen, komischen Steintüren da aufmachen, die so eine komische Gravierung drauf haben. Ah. Bei mir steht hier ein Tipp. Loch voraus. Ja, hier ist nix. Ich glaube, das ist einfach nur die Steintextur, die ein bisschen merkwürdig aussieht. Möglich. Geschafft. Au. Ah, das war ja ein cooles Secret. Das heißt, der nächste Boss ist jetzt, wird es ein bisschen einfacher, oder wie ist das? Nee, nicht der nächste Boss. Ein bestimmter Boss, der optional ist. Ah, ich weiß wer. Okay, alles klar, das ist ja cool. Gut zu wissen. Hey, nice. Also, Hedda, du verbrennst gerade irgendwie oder so. Ja, ja, stimmt. Easy. Mir fällt gerade auf, dass eure Death Counter gar nicht gesetzt wurden, als ihr gerade gestorben seid. Sind wir denn gestorben? So ja nicht hier. Wer ist gestorben? So, müssen wir nicht zurück und diese komischen Türen öffnen? Aua, oh Mann. Komische Türen öffnen? Ja, mit dem verlorenen Schlüssel. Wir haben doch schon 2 so Türen gefunden, die wir nicht öffnen konnten. Ja, aber als allererstes... Komm mal hierher. Warte, ich mach gerade diese Lippspucker weg. Jetzt kommt ein sehr guter Tipp. Also das habe ich echt das erste Mal, wo ich den Boss gemacht habe, nicht gefunden. Und ich bin immer wieder diesen nervigen Weg gelaufen. Hi. Ja, der lohnt sich zu machen tatsächlich. Gott, jetzt gib ihm doch mal die Chance, guten Tag zu sagen. An dir kommt so ein Speer vorbei. Nice.
Taros Wahrheitsverkünder. Zerstörte Ausrüstung voraus. Hä? Warum kann ich hier durchhauen? Durchhauen? Ich folge mal den Header, was er so macht. Du hast eine normale Animation, okay. Header wurde von einem Typ verarscht. Ja, wie immer. Klassiker. So, jetzt haben wir das, aber da ist ja der Boss, ne? Genau. Wollen wir dann nicht erst die Türen machen, bevor wir den Boss machen? Ja, eine Tür kann man auf jeden Fall machen. Also hier cool. Ist. Genau, ein. Warum denn nur eine? Ja, da will sie alle. Oh, apropos. Langsam, Fox. Oh. Ja. Ich war vorsichtig. Göttlicher Segen. Ich will sie alle. Nuki, ich glaube, du bist vergiftet. Design. Ja, ich glaube, du hast recht. Ist aber schön, dass ihr so gläubig seid. Geht's denn da runter? Soll ich noch ein Feuer anmachen? Verdammte Axt, hier ist irgendwo noch eine Statue, die nicht kaputt ist. So. Ja, ihr müsst zu da mir. Auf der hin. Erhöhung. Kommt zu mir. Da oben. Warte. Oder? Nee, doch nicht. Ja, geht's gar nicht. Hm? Da kannst du aber auch rein, Header, glaube ich. Ich weiß auch noch nicht wie. Ah, hier geht's runter. Bandai! Tür öffnen. Oh, schön. Okay, Nuki. Ich mach dir noch Licht so lange. Danke. Nice. Ah, hier ist ein Hexentyp. Oh, ah, der. Don't let this curse weigh upon you. We meet a second time. Perhaps you will yet traverse the dark. Young undead, if you truly seek the dark, then we will surely meet again. May we meet again. Somewhere. Sometime. Sometime. May we. Ja, dann tschüss. Huh. Sometime. War da noch mehr Türen? Nö. Wir haben irgendwo noch eine gehabt. Wo muss man jetzt runter? Bei dir, ne? Ihr müsst wieder den Weg mit den Riesen gehen. Ja, schon klar. Das war knapp. Ach Quatsch, gekonnt war das. Gekonnt. Genau, gekonnt wollte ich sagen. Der mit den Riesen geht. Hier fehlt aber noch ein Weg. Wo war denn der andere? Ist hier auf der Seite nichts? Nee, okay. Dann da lang. Ah, da. Tschüss. Tschüss. Ja, ich fahr wieder runter, aber ich hab's nicht rausgeschafft. ich hab sogar noch eine Sekunde gewartet. Jetzt kannst du. Und wieder rauf. Und wieder runter. Und wieder rauf. Und wieder runter. Und wieder rauf. Und wieder runter. Hallo. Ja, genau. Bete mich an. Knie nieder, Unwürdiger. Tschö. So, da hinten fällt sein Okular rum. Hier ist noch irgendwo ein Weg. Oh, wie gestresst und verzweifelt. Nikola ist voll der. Nuki ist voll der Höhlenforscher. Ja, hier ist ja nur die Truhe. Weil da oben auf diese Empore hier, da kannst du auch noch hoch. Da sollten wir auch hoch. Echt? Das geht? Das ist zu empfehlen, ja, ja. Wo war denn die andere Tür? War die noch vorher in dem Bereich? Ja. Eine so eine komische Tür findest du zum Beispiel auf jeden Fall, wenn du das große Loch in Majula runterfällst. Irgendwo habe ich so eine nämlich schon gehabt, ja. Oh, die habe ich hier sind nicht. Ja, stimmt. Da gab es auch so eine beim Runterfallen. Das geht zu weit zurück, ne? Ja. Das kann es nicht sein. Ich mache mal auch mal eben eine Fackel an beim Leuchtfeuer.
Und dann müssen wir diesen blöden Weg finden. Ist keiner im Chat, der den Weg kennt? Schade. Bei mir ist es schon einige Wochen her, dass ich den gegangen bin, von daher. Und ich bin hier völlig hirnlos durch die Gegend gelaufen und war froh, dass ich nicht so viel vergiftet wurde. Das ist ein Wurmloch. Ja, stimmt, das sind Wurmlöcher. Da müsste man ja eigentlich woanders rauskommen, wenn man da reingeht, ne? Eigentlich ja. Bei dem anderen Wurmloch. Genau. What the? Wo bist du hin? Oh, das war ich! Ach so. Du bist bei mir in das Loch gerollt und dann verschwunden. Ich dachte, du bist da reingerollt. Ich bin durch die Ölpfütze durchgerollt und die Ölpfütze hat dann angefangen zu brennen, was wiederum die Kiste verbrannt hat, also die Truhe. Ja, hier ist direkt der Nebel. Das ist ja fies. Oh Mann. Kann man da oben? Moment, hier ist auch noch ein Ausgang. Nein, den habe ich auch gerade gesehen, einen Ausgang. Da ist auch einer und da ist auch eine. Oh Gott. Okay. Moment. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher. Du hast nachgeguckt, gib's zu. Nee, wenn er nachgeguckt hätte, dann wüsste er. Nein! Dass das alles keinen Sinn macht. Oh! Okay. So geht's auch. Da ja, bin ich zu dicht an die Kante gelaufen. Ich geb's offen zu. Ah, schön. Oh, ich bin in den Raum mit den Riesen. Okay, ich mach mal eben in meiner Welt noch die Riesen platt. Ja, ich bin jetzt bei dem hinteren Boss, Bonfire bei dem Boss. Da könnt ihr aber nicht hin, oder? Ich könnte dorthin, porte aber mal zurück zum anderen. Okay. Boah, das ganze Gebiet nochmal clearen, ne? Nicht zwangsweise. Okay. Dadurch, dass du ja schon dieses Leuchtfeuer hast. Ich weiß nicht, Fox, hast du das Leuchtfeuer? Das ja, klar, ich hab das. Ja. Alles klar. Nee, dann ist es auch kein Ding. Wir müssen ja das zweite. So, ich bin beim ersten Bonfire ja wieder. Noch einmal genau, wir müssen das ja nicht zwangsläufig clearen. Wir können ja einfach uns dann beim zweiten Bonfire treffen. Und dann können wir straight zum Boss laufen. Ich dachte, die soll zum ersten kommen. Ja. Das erste ist schon richtig, aber später dann, wenn wir zum Boss wollen oder so. Weißt du jetzt, wo der Weg ist, den wir gehen müssen? Ja, deswegen habe ich dich zurück zum ersten zitiert. Aha. Achso, jetzt habe ich auch die Riesenseele. Den vergessenen Schlüssel. Nice. Sehr gut. Fox, nur dass wir auf der selben Seite sind. Der Boss, den ich meine, ist nicht als solcher zu erkennen, sondern das ist einfach nur ein großer Hollow, der ein Schwert hinter sich herzieht, richtig? Richtig. Der läuft nach einem anderen großen Boss einfach so durch die Gegend und da wundert man sich ein bisschen. Ich weiß, von wem ihr redet. Ah, okay. Sehr Ring gut. Der Riesen plus 1. Cool. Jetzt habe ich den Quatsch auch. Das kannte ich alles noch gar nicht. Das ist cool. Da könnt ihr mich gar nicht spoilern. Ich weiß, wer das ist. Ah, okay. Also du hast ja auch, glaube ich, Dark Souls 2 mal ziemlich weit gespielt, ne? Oder durch? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht sogar durch. Aber ich weiß, dass es King Vendrick ist, der so ein riesen Hollow ist. Ah, jetzt haben wir nur die Zuschauer gespoilt. Die können das ab. So ein krasser Spoiler ist es auch eigentlich gar nicht. Ja, kein schlimmer, glaube ich. So, ja. So, ich bin jetzt auch im Leuchtfeuer. Und gut, ich mache da gleich mein Zeichen ein. Wo soll ich es machen? Soll ich das am Leuchtfeuer machen oder? Irgendwo, wo ich sehe. Wo ist mir jetzt egal. Genau, und King Vendrick hat halt 32-fache Verteidigungswerte, wenn du den ohne Riesenseelen machst. Ist ja gemein. Ja,
Ich erinnere mich. Der hat extrem viel Schaden gefressen. Ich brauche, warte, ich kann ja beten, dann kriegt das Zeichen vielleicht schneller. Beten! Also meinst du es direkt beim Leuchtfeuer in der Nähe? Ja, noch hab ich's nicht. Na, wo ist es? So, jetzt können wir aber zum Boss kommen, oder? Ne, wir müssen immer noch diesen Weg finden. Hm. Ich glaube, der existiert nicht. So, ach komm, Zeichen. Der Weg ist eine Lüge. Genau. The way is a lie. Das ist nämlich, das ist der Weg, der zum Kuchen führt. Genau, am Ende ist ein und Kuchen einfach. Das war schön. Nein, der Weg führt zu Waifu. Ah. Boah, Foxy, du bist bei dem ersten Bonfire Fox, ne? Nee, beim zweiten. Nee, warum soll ich zum ersten? Oh. Fox, hör doch mal zu. Wir treffen uns am ersten. Ich habe Hedda extra zum ersten Leuchtfeuer zitiert, weil der Weg, den ich meine, in der Nähe vom ersten Leuchtfeuer ist. Ah, okay. Und dann haben wir 2 Minuten lang darüber gesprochen, warum ich am ersten bin. So, dann mache ich mein Leuchtfeuer. Ich mache mein Leuchtfeuer jetzt hier neben das Leuchtfeuer, ne? Oh, Fox hat sein eigenes Leuchtfeuer. Wie dekadent. Ich hab's, ich bin so dekadent, dass ich das stumpf neben ein anderes Leuchtfeuer gepackt habe. So dass es gar nichts bringt. Du bist vielleicht dekadent, aber nicht dekadent. Zack, gebetet und schwupp sehe ich sein Zeichen. Boah, ist das irre warm, ey. Hm. So, ich wette. Nee. Das nennt man Sommer. Ja, schlimm. Es ist noch gar nicht Sommer. Es ist eigentlich noch Frühling, oder? Weiß ich gar nicht, wann Sommerbeginn ist. Ich glaube Sommer. Das beginnt, glaube ich, erst. Ah, hier geht's runter. Ach, lol. Jawohl, es ist ja schon Mai. Es ist wirklich nicht mehr so lange hin bis Sommer. Hallo, Paul. So, wo seid ihr denn? Hier. Da vorne. Und hier ist auch ein Drop. Oh mein Gott. Yes. Naja. Drop it like it's hot. Oh, hier steht Lukatil. Ich bin ganz profimäßig mit ne. My thoughts are very scattered. What is this curse? The question rings in my mind, but I haven't the focus to answer it. Loss frightens me no end. Loss of memory, loss of self. If I were told that by killing you, I would be freed of this curse, was? Then I would draw my sword without hesitation. Mal ganz langsam hier. I don't want to die. I want to exist. I would sacrifice anything at all for this. It shames me, but it is the truth. Sometimes I feel obsessed with this insignificant thing called self. But even so, I am compelled to preserve it. Am I wrong to feel so? Surely you do the same in my shoes. Maybe we're all cursed from the moment we're born. Sometimes I feel obsessed. Ah, okay. Even am I wrong? Maybe we're from the moment. Ach, die arme Lukatil. Habt ihr es jetzt bald? Ich höre nur Schläge und. Ihr habt was übersehen. Oh, die arme Lukatil. Wird immer, schlimm, oder? Immer wahnsinniger. Trauer für Waifu. Ich finde, die Synchronsprecherin von Lukatil hat einen großartigen Job gemacht. Ja. Das stimmt wohl. Vor allem die Stelle, wo sie dann halt so sagt, I don't wanna die, I want to live, die kriegt mich immer wieder. Oh,
Hoffentlich wird sie keine Gegnerin. Hoffentlich. Nein, ach du dummes Vieh. Hab mich zu fressen. Ich möchte nicht gegen Lucatil kämpfen. So. Wir könnten diese Folge noch einen Boss schaffen. Na, dann auf und davon, würde ich sagen. Guck mal, wie schick ich bin. Ein etwas ungeschickter sein Bastler. Genau, sein handwerkliches Ungeschick muss er jetzt an jemand auslassen. Und leider warst du gerade in der Gegend. Haha. Ach, das bist du, Fox. Okay. Ich glaube, wir schaffen heute noch einen Boss, ja? Einer geht auf jeden Fall noch. Ja, unser Klopsi hier stellt sich nicht gerade. Oh! Ah, der Gegner hat mich in die Pfütze rein. Aber er schafft den. Aua! Aua! Oder? Ja, 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 ist okay. Das war okay. Knapp. Ah, der Gegner hat mich in dieses Feuer reingedreht. Das war ziemlich gemein. Down. Ja, GG. Zack. Da geht er down. Große Seele umarmt. Schon wieder eine. Okay. Das ist aber fix. Das ist heute sogar die zweite große Seele, oder wie sehe ich das? Echt schlecht. Siehst du wohl richtig. Ah, musstest du hier alles anzünden, Fox? Komm nicht mehr zum Item. Das war ich rüber. Nicht. Nee, das ist von vornherein angezündet. So. Feuersamen, wie passend. So, sollte es jetzt dieser, nicht hier, ja? Dieser Boss ist das Ziel von jedem Speedrunner, der das Spiel auf Any% spielt. Also sprich einfach nur so schnell wie möglich. Genau, genau. Weil das Leuchtfeuer ja in unmittelbarer Nähe ist. Und dann gehen sie dorthin, töten den Boss, gehen zum Leuchtfeuer, Asketen-Leuchtfeuer, Boss neu spawnen und wieder von neuem legen. Er ist relativ groß, er hat recht große Angriffsfenster. Das heißt, sie nehmen sehr, sehr gerne die Kombination Degen mit mit Ring of Blades und dann den Ring von Ornstein dazu, weil der Ring von Ornstein ja Konterschaden also den Konterschaden erhöht und Konterschaden kann man ja nur mit Stoßwaffen machen und da der Degen eine recht gute Stoßwaffe ist, kannst du mit dem Degen den Verrotteten sehr, sehr schnell down kriegen. Nicht schlecht. Er war jetzt auch nicht wirklich schwer, das stimmt. Ich schaue mal eben seine Seele an, die er uns gegeben hat. Seele des Verkommenen. Seele des Verkommenen, in welcher sich tief im Loch verbindet. Der Verkommene sammelt alles gerne in seinem Heiligtum für ungewollte oder weggeworfene Dinge. Nutzt die besondere Seele, bla bla bla. Okay, das war jetzt nicht sehr viel. Was ist das? So eine... Uns fehlt doch jetzt noch eine Gegend, die finde ich gerade nicht.
Ach so, nee, da kommen wir erst sowieso erst später hin. Hier ist ein DLC-Portstein, glaube ich, den ich gerade benutzt habe. Ich hatte ja, aber jetzt... noch hast du ja keine... Noch fehlt dir der Schlüssel zum DLC. Aha. Oh, ich schaue mich trotzdem mal kurz hier im Raum um. Muss dann aber nochmal zurück und das uralte Leuchtfeuer benutzen. Okay, was haben wir hier? Ah, hier ist der Spawnraum, okay. Kann ich meine Fackel anzünden? Und hier ist eine große Tür, geschlossen. Okay. Dann gehe ich halt wieder. Den machen wir dann später. So, und wenn ich jetzt auf die Uhr blicke, muss ich auch für heute langsam Schluss machen. Ja, ich würde sagen, was ich noch auf jeden Fall mache, ist nochmal nach Madula jetzt und nochmal zu dem Kartentypen. Wir haben ein neues Fackellicht, aber dann ist die Folge auch bald vorbei. Oh ja. Wir sind jetzt bei 46 Minuten. Ja, und ist ja auch schon spät. Was? Alles klar, dann ich verabschiede mich dann vorzeitig. Ja, ich habe hier gerade einen Boss vor, irgendwas vor mir. Was bist du? Okay, alles Gute. Ja, danke. Bis dann. Bis dann, Fox. Ciao. Okay, es tötet mich nicht. Es macht mir keinen Schaden. Ah, da, ich kann jetzt mit ihm sprechen. This curse? Then accept defeat of your ilk and face the trials that await you. Unless you have already joined the Crestfallen. Yamato, there are but two paths. Inherit the order of this world or destroy it. Only a true monarch can make such a choice. Very few indeed have come even this far. And yet your journey is far from over. Half-grown Hollow, have you what it takes? Truly? Young Hollow, seek after Venric. He who almost became a true monarch. The Venric is certain to guide your way. Fledgling Hollow, may we meet again? Was zur Hölle ist das? Was zur Hölle? Wer zur Hölle ist das? Ja, was? Wer? Keine Ahnung. Das ist Aldea. Bin mal gespannt, was wir da noch so erleben. Du hast genau. Schau dir mal, ruf dir noch mal die Itembeschreibungen vom Ritualband des Südens und vom Ritualband des Nordens ins Gedächtnis. Die kann ich mir anschauen. Genau. Ritualband des Nordens. Dies ist einer der geheimen Schätze von Aldea. Er erhöht die Zauberaufladung auf Kosten von TP. Dieser schlicht aussehende Ring enthält sehr mächtige Magie. Es ist unvorstellbar, welch unfassbare Taten vollbracht werden mussten, um ihn zu erschaffen. Man erinnere sich nur an das grausame Schicksal der Bewohner Aldeas. Genau, das ist höchstwahrscheinlich ein Übersetzungsfehler in der Itembeschreibung. Ah. Aldea ist kein Ort, Aldea ist eine Person. Und du hast soeben Aldea getroffen. Ah, also was musste er sich selbst quasi antun, um diese Dinger zu schaffen? Oder was ist richtig damit? Richtig, Aldea ist auch der Bruder des Königs, der ältere Bruder von Vendrick. Das ist interessant. Aber das müssen wir doch eigentlich irgendwann auch nochmal in dem Spiel erfahren, oder?
Genau, das erfahren wir auch noch in dem Spiel. Sehr und das wird ganz zum Schluss von dem Spiel wird das auch nochmal gesagt, aber es ist im Prinzip egal, wenn ich es jetzt schon sage, auch für die Zuschauer, falls die es noch nicht wissen. Aldia ist der Namensgeber von dem Spiel. Aldia ist der Scholar of the First Sin, also der Gelehrte der ersten Sünde. Mhm. Und jetzt, wo wir Aldia getroffen haben, werden wir noch weitere Spots im Spiel finden, wo er auftaucht. Und Aldia gibt uns sehr, sehr viel Informationen über die erste Sünde und das sogenannte erste Feuer und so weiter und so fort. Er droppt sehr viel Lore-Information für uns. Das ist, cool. Ist also nicht zu verachten. Jetzt, wo wir auch alle vier großen Seelen umarmt haben, zieht das Spiel, was die Lore angeht, auch stark an. Also bisher war das ja auch recht lore-arm. Das Größte, was wir von der Lore bisher erfahren haben, war eben durch das DLC vom alten Eisenkönig. Wo wir ja auch erfahren haben, dass das Königreich des Eisenkönigs und das Königreich von Vendrick ja quasi parallel gelaufen sind, sozusagen. Was dadurch belegt wird, also es wird später noch belegt, aber zum Beispiel der Rauchritter ist nicht nur dem alten Eisenkönig bekannt gewesen, sondern auch König Vendrick. Ah. So viel nur mal dazu. Da bin ich ja gespannt. Genau. Aber jetzt zieht auch das Spiel, was die Lore an sich angeht, ziemlich hart an und endlich verdient dieses Let's Play dann auch seinen Namen Lore Let's Play. Yes! Da freue ich mich schon sehr, sehr viel drauf. Sehr, geil. Sehr stark drauf. Das wird gut. Und weißt du, was noch geil ist? Dass Ghetto Slang unter die Kopflosen gekommen ist. Danke für den Follow. Oh. Grüß dich. Danke willkommen. Für den Follow. Sei dabei. Ja, ich bin gespannt, wenn echt ein bisschen mehr Lore kommt. Also bisher war es ja relativ, also dünn kann man nicht sagen, aber mit der Menge der Items war doch insgesamt relativ wenig an Lore drin, wenn man das mal mit Bloodborne und so vergleicht. Aber bin ich mal gespannt, wenn das ein bisschen aufgebröselt wird. Was ich mich gerade frage, ist, warum wir im Keller bei der Karte keine weitere Fackel bekommen haben. Hier sind immer noch nur 5. Das ist interessant. 5 stimmt doch. Nee, wir hatten eben 4. Stimmt, nee. Also richtig. Nee, jetzt müssten es 5 sein. Genau. Ich quatsch mal den Typen an. Ah, oh, toll. Der hat nichts Neues zu erzählen. Langweilig. Bin mal gespannt, was der Typ überhaupt noch mal irgendwann macht. Naja. Gut. Dann haben wir das ja auch geschafft. Wir können das schon mal vorteasern. Wo gehen wir in der nächsten Folge hin? In der nächsten Folge werden wir uns wieder im Schattenwald einfinden. Ja. Und genau, weil im Schattenwald hat es ja den einen oder anderen, die eine oder andere Weggabelung gegeben. Ja. Und jetzt, wo wir alle 4 Seelen haben, dürfte sich dort eine Tür für uns öffnen. Ah, diese großen Türen, die wir nicht öffnen konnten. Ja, richtig. Genau, beziehungsweise wir konnten die Türen ja schon vorher öffnen, weil wir 1 Million Soul Memory hatten. Aber wir nehmen den Weg, den die Entwickler sozusagen für uns vorgesehen haben. In Anführungszeichen. Das heißt, wir haben jetzt alle 4 großen Seelen gesammelt, wie es die Smaragdmaid uns gesagt hat. Und jetzt machen wir uns auf den Weg, um König Vendrick einen Besuch abzustatten. Und zwar werden wir uns dann im Schattenwald eintreffen und freut euch schon mal, das nächste Gebiet wird Drenleic Castle. Ich bin gespannt. Das sehen wir uns am nächsten Donnerstag an. Das heißt, wenn ihr auf YouTube... ich wollte gerade sagen, wenn ihr auf YouTube live dabei sein wollt, dann schaltet ein. Aber diese Folge kommt auf YouTube erst deutlich später. Dann wird das schon passiert sein. Aber egal, ihr könnt auf YouTube trotzdem das nächste Mal live bei Twitch vorbeischauen. Ich würde sagen, wir machen hier schon mal die YouTube-Folge zu Ende. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal zu dritt wieder. Twitch geht's nochmal ganz kleines Fitzelchen weiter. Ciao YouTube, nicht den Kopf verlieren. Ciao YouTube.